Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Wir sind jetzt hier in Chaidenal und müssen in das Oblivion-Tor. Und diesmal mit einer ganz anderen Aufgabe als die davor. Wir müssen jetzt da Leute befreien. Wir haben ein bisschen Platz gemacht im Inventar. Jetzt sind wir wieder bei 156 Kilo. Haben die Pfeile abgelegt. Ich speichere einmal, bevor wir da reingehen. So. Und ich habe das Oblivion-Tor vor Chaidenal durchschritten und befinde mich nun auf der gefürchteten Ebene von Oblivion selbst. Ich kann das Tor dann nur dann zerstören und in meine Welt zurückkehren, wenn ich den Siegelstein aus der Zitadelle dieser Ebene erlangen kann. Ich sollte mich jetzt dorthin auf den Weg machen. Da. Gefallener Ritter? So, es waren, glaube ich, 9, oder? Da, das war jetzt der erste, der tot ist. Und diese Ebene sieht ganz anders aus als die davor. Hier ist Blut. Liegt hier auch noch irgendwo einer? So, warte mal. Was sagt denn genau die Quest hier jetzt aus? Ich habe das... Arminus sagte mir, dass der einzige Weg zum Schließen des Oblivion-Tors die Bergung des Siegelsteins sei. Warte mal, die Ritter des Dornordens nennen. Die scheint eine Splittergruppe der Stadtwache zu sein, die nahe der Stadt eine Hütte unterhält. Kommentar zu schließen, werden sie nicht besonders... vor fast 2 Tagen eine Gruppe Ritter unter Führung von Favel in Daris, dem Sohn des Grafen von Chaidenal, das Tor durchquert hat. Um es zu schließen, ich will jetzt wissen, wie viele Leute das sind. Damit ich zählen kann, wie viele Tote es gibt. Aber das ist wenigstens mal eine andere, hier ist auch wieder Blut. Lasst ihn in Ruhe. Noch hat er volles Leben, okay. Ich hoffe, wir werden niemanden übersehen. Tür zu Eingeweide. Noch Nama, immerhin. Da will ich jetzt nicht runter springen. Doch, da, wir müssen hier durch. Hey. Ja, okay, wir müssen hier durch. So. Rubin brauchen wir nicht. Seelensteine nehmen wir alle mit. Gefallener Ritter des Dornordens. Das ist jetzt der zweite. Wir haben schon 2 gefunden von 7 oder 9. Frage ist, werden wir welche finden, die noch am Leben sind?
Oder sind sie alle tot? Bereich wird geladen. Bitte lad. Und bitte nicht abstürzen. Ich hätte wenig Lust, dass es abstürzt. Da ist der dritte. Kommen wir nicht mehr ran. Nummer 3. Gut, wir gehen dadurch. Da kommt es bestimmt auch rein zu uns. Alter, jetzt übertreibt nicht. So, da ist die Spinne. Müssen die mal so übertreiben? Die Frage ist, die Dinger, sind da auch welche drin von den Dornorden? Warte mal. Okay. Während des Kampfes nicht möglich. Mist. Doofe Spinne. Jo, wo kommst du denn her? Ja, jetzt. Ich möchte auch mal hauen. So. Okay. Magie reicht nicht aus. Aber jetzt muss ich die Sachen mal reparieren. 62 Hämmer haben wir. Und jetzt ging nichts kaputt. Da gehen wir nicht runter. Kommt er runter? Der steckt da oben fest. Egal. Schätze, ihr reicht aus. Endlich naht Hilfe. Wir haben zwei gefunden. Ich habe Favel und einen weiteren Überlebenden seiner Gruppe gefunden. Sie scheinen verwundet und geschockt zu sein. Ich sollte mit ihnen sprechen, um zu erfahren, was hier geschehen ist. Es wird auch Zeit, dass mal jemand kommt. Was hat euch aufgehalten? Das Oblivion-Tor? Ich zog mit den übrigen Rittern aus, um das Gesicht unserer schönen Welt von diesem Makel zu befreien. Doch als wir ankamen, wurden wir übermannt. Ich tötete vielleicht 2 oder 3 Dutzend, aber es kamen einfach immer mehr. Nur Breman und ich sind noch am Leben. Mit eurer Hilfe können wir jedoch den Siegelstein aus der Zitadelle bringen und unsere Mission zum Wohl von Chardinhal erfüllen. Hossa! Wir müssen euch hier wegbringen. Seid ihr von Sinnen? Ein Ritter des Dornenordens kehrt erst heim, wenn seine Aufgabe erledigt ist. So sind unsere Regeln. Daher befehle ich euch im Namen meines Vaters, Graf Indaris von Chardinhal, mich zum Siegelstein zu führen. Ich schlage vor, wir nehmen die Riemann-Treiberformation. Ihr greift an und wir decken den Rückzug. Nach vorn und nach oben. Hossa.
Okay, bezüglich des Oblivion-Tors nochmal? Der Siegelstein für dieses Oblivion-Tor ist der Schlüssel. Sobald wir diesen haben, können wir Chardin-Hall von dieser Plage befreien. Wir sind Ritter, die sich der Wahrung der Gesetze von Chardin-Hall verschrieben haben. Wir fürchten kein Geschöpf und unsere Angriffe sind schnell und tödlich. Viele möchten in unseren Reihen kämpfen, da wir die Auserwählten sind. Doch wenige empfangen die Ehre, in der besten Armee zu kämpfen, die es in Cyrodiil je gab. Bis jetzt zählten wir nur 7, doch griffen wir an wie ein ganzes Regiment. Unsere Feinde fürchten unser Nahen und fliehen unseren Angriff. Hossa! Ja, Hossa, Der Pfad ist euer, geht voran. Komisch. Geht voraus. Zum Sieg der Ritter des Dornenordens. Oh, und ihr natürlich. Ich kann dem nichts sagen, wartet hier. Selbst wenn Favil es nicht sagt, wir sind euch dankbar, dass ihr hier seid. Favil? Urteilt nicht zu hart über Favil. Das meiste, was er sagt, klingt erfunden, doch er ist jung und daher oft ungestüm und unerfahren. Er will mit allem nur seinen Vater beeindrucken. Ich kenne ihn seit vielen Jahren und die Verteidigung von Chardin-Hall liegt ihm am Herzen. Ich wünschte nur, sein Herz wäre manchmal größer als sein Hochmut. Okay, Oblivion. Ihr wollt sicher die wahre Geschichte statt Favils Version hören. Kurz nach dem Auftauchen des Tores entschied sich Favil für einen Angriff. Wir stürmten hinein und trafen sofort auf Widerstand. 3 von uns wurden gleich beim ersten Ansturm erschlagen. Auf Favils Geheiß kämpften wir jedoch weiter. Am Fuße der Zitadelle trafen wir auf eine größere, zweite Welle von Feinden. In diesem Scharmützel verloren wir 2 weitere Männer und Favil und ich wurden schwer verwundet. Wir entschieden uns für einen Rückzug. Plötzlich sahen wir, dass zahllose Daedra uns den Rückweg versperrten. Wir saßen hier fest, bis ihr uns zu Hilfe kamt. Es sieht Favil ähnlich, sich blind in die Gefahr zu stürzen. Hätten wir eine Truppe der Stadtwache mitgenommen, hätten wir den Siegelstein möglicherweise ohne größere Verluste an uns bringen können. Stattdessen wollte Favil sich beweisen. Die Stadtwache und die Dornenritter liegen ständig miteinander im Zwist. Sie glauben, dass wir Schwächlinge sind und Favil wollte ihnen das Gegenteil beweisen. Vielleicht war es unser aller Schuld, aber das ist jetzt nicht wichtig. Wir müssen unseren Auftrag erfüllen und uns den Stein holen. Bitte helft uns. Klar, kein Problem. Wir sollten in Bewegung bleiben. Ich hoffe nur, ihr beide überlebt das. Welche Richtung? Muss ich noch was reparieren? Ne. Kommen die hier durch? So, ich hoffe, die überleben das wirklich. Okay, die leben noch. Daedra Herz. Dremora Claymore. Oh, warum ist... Ah. Noch einen Daedrischen Bogen. Den nehme ich nochmal mit. Hier Dremora schwerer Bogen. So. Ich hoffe wirklich, die überstehen das. So. Dass die jetzt nicht sterben. Ah!
Favel ist erschlagen worden. Ich sollte seiner Leiche seinen Siegelring abnehmen und ihn dem Graf von Chedna als Beweis für das Ableben seines Sohnes bringen. Sind beide tot? Dornorden, Indaris Siegelring? Ritter des Dornordens? Was ist das? Schild? Nehme ich mal mit. Vielleicht als Beweis? Ja, gut. Das tut mir jetzt leid. Also der Graf. Hat jetzt seinen Sohn verloren. Wegen seinem Übermut. Ey! Wie zur Hölle hat er mich entwaffnet? Arschloch. Entwaffnet der mich einfach. Aber okay. So haben wir Umbra verloren. Ich verbanne euch. Ich glaube, die andere Richtung. Hier geht weiter nach oben. Ich dachte, da wäre jetzt noch einer gekommen. So, hat der was? So, ich will noch mal ein bisschen hier was reparieren. Alle erledigt. Altarbank? Warte mal, hier wurden zwei einfach verbrannt. Von da kamen wir. Okay, hier müssen wir hoch. Chaosfestung. Frisst auseinander, blutet. Frisst Wie sind die hier einfach so durchgekommen? Okay, den ersten sind wir schon mal los. Nummer zwei auch.
So, Beinschienen, Brusthane, Stiefel. Goldnugget. Vielleicht nochmal alles reparieren. Jetzt haben wir nur einen verbraucht. Haben die von hier oder wie? Achso, wir sind jetzt im Endgebiet. So, Seelenstein, Diamant, Gold. So, Kriegshammer brauchen wir nicht. Oh, Evolution im Wasser. Habt ihr noch irgendwas zum Einsammeln? Nichts mehr. Okay. Haben wir das geschafft. Kaum hatte ich den Siegelstein berührt, fand ich mich außerhalb Oblivions und Tamriel wieder. Das Tor wurde zerstört. Ich sollte Aminus Gregori so schnell wie möglich von meinen Taten berichten. So, liegen die hier irgendwie irgendwo? Nur er. Und die anderen nicht. Aminus? Ihr habt es vollbracht. Was ist mit Fabil? Er ist erschlagen worden. Dann ist dies ein trauriger Tag für Chardinal. Die Ritter waren rechte Maulhelden, aber den Tod hatten sie nicht verdient. Ich bleibe hier und durchkämme noch einmal das Gebiet. Geht direkt zum Grafen, er wartet auf euren Bericht. Wegen Fabel nochmal. Chardinal wird um ihn trauern. Okay, das Oblivion-Tor? Es ist wunderbar, dass das Tor weg ist. Jetzt können die Bewohner von Chardinal befreit aufatmen. Okay, Ritter des Dornorns, die sind ja jetzt hinüber. Es ist schlimm, dass so viele der Ritter umgekommen sind. Ihre Absichten waren sicher gut, wenn auch ein wenig selbstsüchtig. So, habt ihr sonst irgendwelche Gerüchte? Auf Nimmerwiedersehen, Dunkelforstrotte. Und viel Glück für die Kämpfergilde. Okay. Graf Indaris wartet. Hätte man die irgendwie lebendig da auch rausbekommen können? Ich hätte mir gewünscht gehabt, er wäre vielleicht irgendwie so ein Immortal-NPC. Wie Orain zum Beispiel. Der war ja auch unbesiegbar. Der nicht gekillt werden konnte. Einen Moment. Natürlich muss ich hier jetzt warten. Das war wahrscheinlich von Fabel der Platz, jetzt wo da Blumen sind. Ja? Was wünscht ihr? Das Oblivion-Tor übrigens.
Wenn die Wachen nicht bald etwas gegen das Oblivion-Tor unternehmen, verlasse ich die Stadt. Es ist hier nicht sicher. Habt ihr irgendwelche Gerüchte? Angeblich kennt sich Hilda Lange gut in der Kunst der Veränderung und mit Dingen wie dem Heraufbeschwören von Schilden aus. Lebt wohl. Lebt wohl. Wie spät haben wir es jetzt? 7.44 Uhr. Vielleicht nochmal eine Stunde warten. Müsste er jetzt gleich kommen, oder? 8.48 Uhr. Ja. Wie geht's? Wann kommt er? Ja. Ah, da ist er schon. Ich freue mich, den Retter von Chardin Hall endlich kennenzulernen. Und obwohl Farvils Tod mich betrübt, weiß ich, dass ihr alles getan habt, was in eurer Macht stand. Ich weiß, er war zuweilen schwierig und sprach manchmal unbedacht, doch er war mein Sohn und ich habe ihn geliebt. Ich bin mir sicher, dass es nicht ganz einfach war, mit ihm zu reisen, und ich weiß eure Geduld zu schätzen. Wo andere ihn dem Tode überlassen hätten, kämpftet ihr sicher an seiner Seite. Euer Handeln war edel und soll mit Goldstücken belohnt werden. Euer Verlust grämt mich, my lord. Ich danke euch für euer Mitgefühl. Ihr seid wahrlich von edler Gesinnung. Konntet ihr etwas von ihm in Erfahrung bringen, bevor Oblivion ihn nahm? In der Tat, my lord. Bitte nehmt diesen Siegelring. Ihr habt all die Lobpreisungen verdient, mit denen man euch überhäuft. Ich grüße euch. Ich behalte diesen Ring als Andenken an... Ach nein, ihr sollt ihn haben. Ihr wart der Letzte, der ihn begleitet hat, und ich denke... Ihr solltet den Ring zur Erinnerung an eure Taten tragen. Ihr dürft ihn nicht ablehnen. Ich will, dass ihr ihn behaltet. Ich danke euch im Namen der Bürger von Chardin Hall. Möge Arkay euch auf eurem Weg führen. Wegen Fabel nochmal. Ich vermisse ihn sehr. Tröstet euch. Ich weiß, ihr habt getan, was ihr konntet. Okay, ich möchte ein Haus kaufen. Ja, ich habe tatsächlich ein Haus zu verkaufen. Es ist ein ziemlich typisches Chardinal-Haus. Es ist gut in Schuss, obwohl sich kaum Möbel darin befinden. Okay, nur 6.000 Goldstücke? Ich nehme eins. Mein Majordomus bereitet die Papiere zum Unterzeichnen vor. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Zuhause. Es befindet sich im Südwesten der Stadt. Oh, das hätte ich fast vergessen. Borba Grauskasch von Borbas Kaufladen hat sicherlich alles, was ihr benötigt, um es bewohnbarer zu machen. Es tut mir leid, aber momentan ist es dort noch ziemlich kahl. Viel Vergnügen. Ja, kein Problem. Wegen der Ritter des Dornenordens. Ich bin über den Verlust dieser tapferen Seelen sehr traurig. Möge Arkay sie alle zu ewiger Ruhe führen. Okay, habt ihr irgendwelche Gerüchte? Ich gebe zu, dass ich die allgemeine Begeisterung für die Arena teile. Es ist barbarisch. Aber der Kampf auf Leben und Tod macht das Drama einfach unwiderstehlich. Okay, Bruma bräuchte eigentlich Hilfe. Ich werde die Dienste nicht vergessen, die ihr Chardin Hall geleistet habt. Wie ihr das Oblivion-Tor vor der Stadt geschlossen habt, das war ein richtiges Bravourstück. Ich gebe euch nicht die Schuld am Tod meines Sohnes. Er selbst ist dafür verantwortlich, so schwer es auch für einen Vater ist, das zuzugeben. Nachdem die unmittelbare Bedrohung nun von Chardin Hall abgewendet ist, werde ich eure Bitte gerne erfüllen und Verstärkung nach Bruma entsenden. Okay, das wäre dann alles. Wiedersehen. So, komm, wir gucken uns das Haus an. Ich dachte, wir hätten hier schon längst eins. Seid mir gegrüßt. Ich möchte jetzt mein Haus ansehen. Welches ist denn das? Da hinten irgendwo, im Südteil hat er gesagt. Wenn Bereich geladen wird, einmal speichern. Hallo? Das hier?
Tür geöffnet mit mein Chardonnay aus. Da ich nun bei meinem neuen Haus in Chardonnay angekommen bin, sollte ich mir in Borbas Kaufladen ein wenig Mobiliar dafür besorgen. Okay. So, aber jetzt, Kaufenhausen Skingrad, Blut der Göttlichen. Den er zur Öffnung des Portals zum Manka Kamorans Paradiesreich benötigt. Hatten wir nicht noch irgendwie Blumator? Joffrey war zufrieden, als er von Schritten der Blumawache beim Schließen des Warte mal. Blut der göttlichen Tränen des Retters? Ritteruntergang gelesen? Ne, auf der Suche nach euren Wurzeln? Paranoia? Vermina? Prospect Spire? Namira? Verderbnis und Bewusstsein? Stadtvolk von Chardonnay sagte mir, dass die Wachen vor kurzem schwere und göttliche Strafgebindung des Tals, ein Bewohner Brumas in Wahrheit ein Vampir gewesen ist. Er wurde von einem Vampir namens Rainil Dralas erschlagen. Okay, ich dachte, wir müssen mit Okato noch reden. Das hat er nämlich noch gefehlt, oder nicht? Ich guck mal, ob ich trotzdem noch mit Okato reden kann. Der schon mal hinüber? So, Pfeile nehme ich mit. Und Tränke nehme ich mit. Den Rest, glaube ich, brauche ich nicht mehr. Wie viel Geld haben wir noch? 41.000. Deshalb noch mal speichern. Ich höre euch zu, Bürger. Dum, dum, dum. So, aber ne, wirklich eigentlich. Wo ist die Quest hin, dass wir zu Okato nochmal hingehen mussten? Verstärkung für Bruma holen. Okato hatte ja gefehlt. Die Kaiserstadt war ja auch markiert. Der dritten Bogen hat er einfach. Woher nehmen die das? Ernsthaft? Er fällt einschwimmen? Oder außenrum? Komm, wir machen einmal querfällt ein.
Silberdolch. Stab der Korrosion. Oh, mir juckt die Nase, sorry. Hier noch einer? Achso, ich dachte schon, das wäre jetzt eine einsame Insel hier. Eine Halbinsel. Moment, hier ist ja auch noch eine Straße. Wo geht die denn hin? Ich habe die Essen hingetan. Wildbret. So, Timberwolf. Okay, interessant, dass es hier noch eine Straße drumherum gibt. Hierhin führt sie. Oh. Hat ein bisschen heftig geruckelt. Dum, dum, dum. Hölzerne Tunneltür in die Kaiserstadt. Ist das ein Tunnel? Kann ich euch helfen? Ja, ich müsste mit Okato reden. Und sprecht leiser. Ja? Geht weiter. Darf ich hier hin? Denk, es gibt doch keine Probleme, oder? Gerüchte? Es ist wahr, was alle sagen. Quatsch ist verschwunden. Die Daedra überfielen es. Die Stadtwachen hatten gar keine Chance. Geht weiter. Die eine Quest ist auch verschwunden. Alle gibt es ein Problem, Herrin? Herrin? Der Kaiser ist tot und seine Thronfolger auch. Wir sind eine Legion ohne Anführer. Den Klingen wurde der Schutz unseres Herrn angetragen und sie versagten. Lang lebe das Kaiserreich. Ich speichere einmal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier überleben werde. Oh, Kato. Entschuldigt, aber das Kaiserreich führt sich nicht von alleine, wisst ihr? Gebt bei der üblichen Abteilung eine Beschwerde ein. Ich bin sicher, dass sich jemand darum kümmern wird.
Komme ich hier auch wieder raus? Ohne dass es Ärger gibt? Alle Bürger sind im... Okay, ich glaube, ich gehe... Ah, das war doch der richtige Ausgang hier. Ja, machen wir uns auf den Weg nach Bruma. Zu Martin wieder. Anscheinend kann ich mit Okato doch nicht reden. Was ist los? Doch ein bisschen enttäuschend. Und ja, wir machen das jetzt zu Fuß, weil ich immer noch hoffe, dass wir Banditen finden, die ein dädrischen Langschwert haben oder ein dädrischen Schild oder dädrischen Helm oder dädrische Panzerhandschuhe. Die ich dann selber verzaubern kann. Eine Verzauberung draufballern. Da will ich jetzt eher wenig schnell reisen, sagen wir so. Genau, hier gehen wir nochmal geradeaus und dann die nächste links. Gleich nochmal kurz speichern. Das geht jetzt mittlerweile wirklich richtig schnell mit den ganzen Tieren. Das ist falsch. Festung Kaiserreich. Ach, natürlich muss... Ach, nö. Ja, komm. So. Den sind wir jetzt los. Vielleicht noch mal kurz reparieren. Okay, da vorne ist jetzt ein Oblivion-Tor. Ein geschlossenes Oblivion-Tor. Okay, immerhin. Ja, aber es war auch langsam irgendwann zu viel mit den Oblivion-Toren. Ich habe jetzt über 10 Folgen ein Oblivion-Tor nach dem anderen gemacht. Und das wurde auch langsam mir zu viel. Quasi im Grunde war das alles nur ein und dasselbe. Irgendwann machen wir wieder welche. Gibt es ja noch ein paar. Aber jetzt erst einmal wieder ganz normal der Hauptquest folgen. Und wenn wir die Hauptquest durch haben, können wir gerne verrufen werden. Dann uns der Diebesgilde und der Dunklen Bruderschaft anschließen.
Okay, ein Treffer hat er jetzt mal. Einen hat er jetzt gehabt. So, und hier müssen wir jetzt links, um nach Bruma zu kommen. Oh. Muss herkommen. Athletik haben wir verbessert. Nice. Gibt's da wieder Banditen? Tatsache. Der Drastiefel? Was ist das? Der Drastiefel? Mich nie besiegen. Der hat einen dädrischen Kyras. Auch einen dädrischen Dolch. Dädra Brustharnisch. Aber leider nicht das, was ich haben möchte. Warum? Ich hinterfrage aber jetzt erstmal gar nicht mehr, wo die das herhaben. Ich glaube, das... Also, vom Logischen her, wo sollten die wirklich sowas herhaben? Einfache Banditen oder so? Ich fand das aber auch tatsächlich in Morrowind deutlich besser, dass jedes dädrische Rüstungsteil nur ein einziges Mal, beziehungsweise nur zweimal gibt, außer die Helme. Das waren ja drei verschiedene Helme und davon jeweils nur einen. Kann ich noch verkaufen, den gleich. Und dass man die dann aktiv suchen muss. Haben wir nicht noch einer oder so? Bruma. Müsste hier jetzt nicht noch ein Bandit kommen oder so? Ich hoffe, ein Bandit. Feldschild. Geschah. Okay, ich find's krass, wie weit wir eigentlich alles hier beleuchten. Hoppala. Wie spät haben wir? Also, wir haben 41.000. 6 Uhr. Wir müssen noch offen haben. Wie ist das Wertebefinden? Dem könnten wir noch den ganzen Mist verkaufen. Schönen Tag.
Chodreit, ich möchte dir mein... Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Ich möchte dir mal was Schönes zeigen. Gucke mal. Okay, der hat sogar Ausdauerziehen, okay. Hier. Ein dädrischer Bogen, noch einen. Das ist ein... Dass du ein bisschen was im Sortiment hast. So. Warte mal. Okay, der hat 22, der hier nur 18. Ein guter Preis für einen guten Kunden. Der hat 9, der hier nur 7. Hier, den darfst du haben. Das klingt nach einem angemessenen Preis. So, den Diamanten darfst du haben. Habe ich sonst noch irgendwie was? Okay. Empfehlt mich euren Freunden. Bei Gelegenheit. Wiedersehen. Wiedersehen. So. Warte mal, wo ist denn die Tür? Hier. Okay, den Weg müssen wir entlang, um nach oben zu kommen. Also was wollte er eigentlich noch haben? Dum 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 dum. Wo war eigentlich die Verstärkung hin? Geoffrey, hi. Martin? Ich habe einen weiteren Gegenstand enträtselt, der für das Ritual zum Öffnen des Portals zu Camorans Paradies benötigt wird. Okay. Der zweite Gegenstand ist das Gegenstück zum ersten. Das Blut eines Göttlichen. Dieses Rätsel erschien mir zunächst völlig unlösbar zu sein. Im Gegensatz zu den Daedra-Fürsten besitzen die Götter keine Artefakte und manifestieren sich nicht körperlich in unserer Welt. Wie sollte man denn dann das Blut eines Gottes erlangen? Doch Geoffrey hat das Rätsel gelöst. Es handelt sich um das Blut von Tiber Septim selbst, der zu einem der Göttlichen geworden ist. Dies ist ein Geheimnis, das nur von den Klingen gehütet und von einem Großmeister an den nächsten weitergegeben wird. Geoffrey sollte es euch selbst sagen. Okay. Redet unbedingt mit Geoffrey über die Rüstung von Tiber Septim. Die Rüstung? Meine Studien des Mysteriums Xaxis fortsetzen. Mach das. Okay, Geoffrey? Martin hat euch also aufgetragen, die Rüstung von Tiber Septim zurückzuholen? Ja. Ich wollte, es gäbe eine andere Möglichkeit. Die Rüstung ist im Schrein des Tiber Septim, in den Katakomben unter den Ruinen von Sancretor, ein heiliger Ort, damals einmal. Aber Sancretor hat sich schon vor langer Zeit dem Bösen zugewandt. Seit vielen Generationen ist niemand mehr lebend vom Schrein des Tiber Septim zurückgekehrt. Welches Unheil wartet in Sancretor? Ich weiß es nicht. Die Katakomben von Sancretor wurden vom ersten Großmeister der Klingen versiegelt. Die vier mächtigsten Klingen zu Tiber Septims Zeiten, Alain, Valdemar, Riellos und Casnar, machten sich auf den Weg nach Sancretor und kehrten nicht zurück. Hier, dies ist der Schlüssel zur äußeren Tür von Sancretor. Ich befürchte, ich sende euch in den Tod. Aber wir haben keine andere Wahl. Ihr müsst es schaffen. Okay, was könnt ihr mir zur Rüstung von Tiber Septim verraten? Eine uralte Reliquie des ersten Kaisers, der göttliche Talos wurde, der Schutzpatron unseres Ordens.
Nach der Schlacht von Sankretor übergab Tiber Septim seine Rüstung an die Klingen, als Zeichen der Anerkennung für unseren Anteil an seinem Sieg. Die Klingen errichteten einen Schrein in den Katakomben von Sankretor, an der Stelle, an der Tiber Septim den Segen von Akatosh empfing. Seitdem ist die Rüstung dort. Bevor das böse Besitz von Sankretor ergriff, war dieser Schrein ein Wallfahrtsort für alle Klingen. Aber seit vielen Jahrhunderten ist niemand mehr lebend vom Schrein zurückgekehrt. Okay. Möge Talos euch geleiten, mein Freund. Sankretor, die Rüstung des Tiber Septim. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Wo ist denn Sankretor? Hier. Okay. Da machen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge auf den Weg. Und vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Thank you.